Du bist, was du isst. Wenn man einmal schaut, dass wir eine angeblich so fortschrittliche, moderne Medizin haben, aber dass die Menschen hingegen immer kränker werden, dann sollte man vielleicht einmal einen Blick darauf werfen, was diese Menschen gemeinsam haben. Zum einen sind es die vom RKI empfohlenen Spritzen, schon von Kindesbeinen an. Das sind aber auch die Gift- und Schadstoffe aus der Luft, im Wasser, in der Kosmetik, in den Medikamenten, auf dem Getreide, dem Obst, dem Gemüse, das wir essen. Und natürlich sind es die Nahrungsmittel, die wir tagtäglich im Supermarkt einkaufen. In den letzten Jahren haben sich Lebensmittel, die als light, zuckerarm oder gesund beworben werden, immer größerer Beliebtheit erfreut. Viele Menschen glauben, dass diese Produkte eine gesündere Alternative zu herkömmlichen Lebensmitteln darstellen. Aber ist das wirklich der Fall? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Ursachen für den gesundheitlichen Zustand der Menschen unter anderem in der Ernährung zu finden sind. Und aus diesem Grund möchte ich euch heute 5 der gefährlichsten Lebensmittel nennen, euch erklären, was diese Lebensmittel so gefährlich macht und wie der Weg zu einem gesünderen Leben aussehen kann. Bevor ich aber tiefer in das Thema einsteige, möchte ich eine Sache vorwegnehmen. Wir sind tagtäglich Schad- und Giftstoffen ausgesetzt, die unseren Körper schädigen. Eine regelmäßige Entgiftung sollte fester Bestandteil unseres Lebens werden. Hierfür habe ich einen Gratis-Report erstellt, den du dir kostenlos herunterladen kannst. Den Link findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Hallo, ich bin Aysche Mehren, ich war Heilpraktikerin und bin und bleibe Inhaberin der Heilpraktiker-Ausbildung online. Seit mehr als 20 Jahren begleite ich angehende Heilpraktiker und bereite sie auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt vor. Leitprodukte, zuckerhaltige Getränke, Margarine, Weißmehl und Fertiggerichte ist wohl das, was am häufigsten in den Einkaufskörben der Menschen landet. Sie werden angepriesen als kalorienarm, fettarm oder zuckerarm oder aber als gesundheitsfördernd, cool oder arbeitssparend. Doch täuscht dieses Versprechen womöglich nur eine gesunde Ernährung vor? Schadet es deiner Gesundheit vielleicht sogar? Lass mich dir anhand von 5 Beispielen zeigen, wie sehr diese Produkte deiner Gesundheit schaden. Erstens Leitprodukte. Schlank, Vogue, schick. Wer in dieser Gesellschaft dazugehören möchte, der will gerne diesem Bild entsprechen. Aber für viele ist der Verzicht auf Leckeres und Süßes das größte Hindernis. Und genau da setzen die Leitprodukte an. Sie suggerieren dir, dass du auf nichts verzichten musst, in vollen Zügen genießen kannst und trotzdem schick und schlank bist. Leitprodukte enthalten oft weniger Kalorien und Fett als ihre herkömmlichen Gegenstücke. Käse-Light, Wurst-Light, Pudding-Light, Eiscreme-Light, ganze Gerichte-Light oder Getränke-Light. Die Palette ist unendlich weit. Erreicht wird es durch den Ersatz von Zucker oder Fett durch künstliche Süßstoffe oder Fettersatz. Schauen wir uns zuerst einmal die reinen künstlichen Süßstoffe an. Habt ihr alle schon mal gehört? Acesulfam E950, Advantam E969, Aspartam E951, Aspartam-Acesulfam-Salz E962, Cyclamat E952, Sucralose-Saccharin, Neotam und. Alles E-Nummern. Studien zeigen, dass diese künstlichen Süßstoffe den Appetit auf süße Lebensmittel steigern und zu einem erhöhten Kalorienkonsum führen, was dann paradoxerweise wieder zu Gewichtszunahme anstatt Gewichtsabnahme führen kann. Zweitens können künstliche Süßstoffe die Zusammensetzung der Darmflora verändern, sogar schädigen und das Wachstum schädlicher Bakterien fördern. Das wiederum führt dann zu Verdauungsproblemen wie Blähungen, Durchfall oder Verstopfung. Und drittens können sie den Stoffwechsel negativ beeinflussen und das Risiko für Krankheiten wie Typ-2-Diabetes oder Fettleber erhöhen. Und lasst mich euch erzählen, warum. Ich habe gerade gesagt, dass künstliche Süßstoffe das Wachstum schädlicher Bakterien im Darm fördern. Diese Bakterien können die Produktion von sogenannten kurzkettigen Fettsäuren beeinträchtigen, die aber wichtig sind für die Regulierung des Blutzuckerspiegels und die Insulinsensitivität, also Insulinsensitivität heißt, wie gut Zellen auf Insulin ansprechen können. Außerdem gibt es Studien, die darauf hindeuten, dass künstliche Süßstoffe zu einer erhöhten Ausschüttung von Insulin führen, ohne dabei aber den entsprechenden Zucker im Blut haben, was auf Dauer zu einem chronisch erhöhten Insulinspiegel und nachfolgend zu Diabetes Typ 2 führt. Dann können künstliche Süßstoffe Entzündungsreaktionen im Körper fördern, was das Risiko einer Fettleber
aber auch anderer chronischer Krankheiten erhöht. Und wusstet ihr, dass der regelmäßige Konsum von künstlich gesüßten Lebensmitteln die Geschmacksvorlieben verändern und das Verlangen nach zuckerhaltigen Lebensmitteln verstärken kann? Das ist ein Teufelskreislauf, denn das erhöht nur ständig weiter den Kalorienkonsum, Gewichtszunahme, Typ-2-Diabetes und Fettleber. Ja, alles in der Folge. Zweitens, zuckerhaltige Getränke. Zuckerhaltige Getränke wie Softdrinks, Fruchtsäfte und Energydrinks sind nicht nur kalorienreich, sondern auch arm an Nährstoffen und voller Zucker. Zucker ist die schlimmste Droge der Menschen. Der Konsum dieser Getränke kann zu einer ganzen Reihe von gesundheitlichen Problemen führen. Zucker in deinem Körper führt zu Übergewicht. Zucker im Gehirn eines Kindes führt zu ADHS. Zucker im Gehirn eines Erwachsenen führt zu Alzheimer-Demenz. Zucker im Blut eines Kindes oder eines Erwachsenen führt zu Diabetes. Zucker an deinen Zähnen führt zu Karies. Zucker in deinen Zellen führt zu Krebs. Zucker in deinen Arterien begünstigt Arteriosklerose und führt zu Herzinfarkt und Schlaganfällen. Wusstest du, dass die Abhängigkeit von Zucker 8-mal stärker ist als die von Kokain? Drittens, Margarine. Margarine wird häufig als gesündere Alternative zu Butter angesehen. Aber Margarine enthält oft sogenannte Transfette, die für die Gesundheit extrem schädlich sind. Pflanzliche Öle, der Ausgangsstoff für Margarine, sind normalerweise flüssig. Du willst aber Margarine fest und streichfähig haben. Dafür braucht es einen industriellen Prozess, der nennt sich partielle Hydrierung. Dabei wird flüssiges Pflanzenöl mit Wasserstoffgas behandelt, um es in festeres Fett umzuwandeln, eben für Margarine, Backfette oder Frittierfette. Und durch diesen Prozess entstehen die sogenannten Transfette. Sie erhöhen den schlechten LDL-Cholesterinspiegel im Blut, senken aber gleichzeitig den guten HDL-Spiegel im Blut. Das führt in der Folge zu einem erhöhten Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Aber es ist noch nicht alles. Transfette sind ein Risikofaktor für die Volkskrankheit Diabetes Typ 2, unter der heute schon Kinder leiden. Warum wohl? Außerdem können sie Entzündungen im Körper fördern, die dann wieder zu verschiedenen chronischen Krankheiten führen, wie Diabetes bis hin zu Krebs. Die beste Möglichkeit, die Aufnahme von Transfetten zu reduzieren, ist natürlich, den Konsum von Lebensmitteln zu vermeiden, die diese enthalten. Dazu gehören, wie ich schon sagte, Margarine, Backfette, Frittierfette. Aber auch industriell hergestellte Backwaren wie Kekse, Kuchen, Croissants und ähnliches. Fertiggerichte und Fastfood enthalten oft Transfette, die zur Haltbarkeit und zum Geschmack beitragen. Ihr müsst die Etiketten lesen. Transfette werden oft als teilweise hydrierte Fette oder hydrierte Fette aufgeführt. Hört sich harmloser an. Mach dir bewusst, es gibt viele gesündere Alternativen zu Transfetten, wie zum Beispiel Olivenöl oder Kokosöl und Leinöl. Margarine ist nicht gesund. Viertens, Weißmehl. Die meisten Backwaren wie Brot, Nudeln, Kuchen oder Kekse bestehen aus Weißmehl. Erst in den letzten Jahren wurden die Gesundheitsrisiken von Weißmehl zunehmend bekannter. Erstens der Mangel an Nährstoffen. Weißmehl wird stark raffiniert, was bedeutet, dass ihm der größte Teil seiner Nährstoffe wie Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe entzogen wird. Diese Nährstoffe sind aber wichtig für die allgemeine Gesundheit und können das Risiko von Krankheiten verringern. Wenn meine Ernährung sehr weißmehllastig ist, dann kann das zu einem Mangel an diesen Nährstoffen und in der Folge zu gesundheitlichen Problemen führen. Zweitens, der Blutzuckerspiegel. Weißmehl hat einen hohen glykämischen Index. Das bedeutet, dass es den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lässt. Blutzuckerspiegel, die schnell und hoch ansteigen, fallen dann aber auch reaktiv schnell wieder ab. Und das führt zu Heißhungerattacken und zu einem Energietief. Wer kennt das nicht, dass er nach sehr stark kohlenhydratlastigen Mahlzeiten total müde wird und kurz darauf schon wieder Hunger hat? Drittens, Gewichtszunahme. Der Verzehr von Weißmehl kann zu einer Gewichtszunahme führen. Das liegt daran, dass Weißmehl zum einen kalorienreich und nährstoffarm ist. Zum anderen kommt es durch die Heißhungerattacken als Folge des schnellen Anstiegs und Abfalls des Blutzuckerspiegels zu übermäßigem Essen und damit eben zur Gewichtszunahme. Viertens, Herzkrankheiten. Studien haben gezeigt, dass der Verzehr von Weißmehl mit einem erhöhten Risiko für Herzkrankheiten einhergehen kann.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass Weißmehl den Cholesterinspiegel im Blut erhöhen und Entzündungen fördern kann. Fünftens, Verdauungsprobleme. Weißmehl enthält wenig Ballaststoffe, die aber wichtig sind für eine gesunde Verdauung. Der Mangel an diesen Ballaststoffen kann zu Verstopfung, Blähungen und Durchfall führen. Sechstens, Zöliakie und Glutenunverträglichkeit. Davon sind mehr betroffen, als man denkt. Weißmehl enthält Gluten, ein Protein, das bei Menschen mit Zöliakie, also einer Autoimmunerkrankung, zu einer Entzündung des Dünndarms führt. Menschen mit einer solchen Glutenunverträglichkeit können jedes Mal nach dem Essen von glutenhaltigen Nahrungsmitteln Symptome wie Bauchschmerzen, Blähungen und Durchfall haben. Es ist also wichtig, den Verzehr von Weißmehl zu begrenzen und stattdessen Vollkornprodukte zu wählen. Vollkornprodukte enthalten alle Teile des Getreidekorns, einschließlich der Kleie und des Keims, die reich an Nährstoffen und Ballaststoffen sind. Der Verzehr von Vollkornprodukten kann das Risiko von Krankheiten wie Diabetes Typ 2, Herzkrankheiten und sogar Krebs verringern. Es gibt viele leckere und einfache Möglichkeiten, Weißmehl durch Vollkornprodukte zu ersetzen. Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Vollkornreis, das kriegst du überall. Man kann auch Vollkornmehl zum Backen verwenden, zum Beispiel. Fünftens, Fertiggerichte. Fertiggerichte sind sehr beliebt, gerade bei jungen Familien, weil es schnell, sauber und einfach geht. Mal eben schnell in die Mikrowelle, fertig ist. Doch in der Tat sind diese Fertiggerichte mit vielen großen gesundheitlichen Risiken verbunden. Und macht euch bewusst, was hier schon die Fertiggerichte an Schäden anrichten, das wird von den Fast-Food-Restaurants mit ihren Gerichten nochmal getoppt. Erstens der Nährstoffmangel. Fertiggerichte enthalten oft einen hohen Anteil an Kalorien, aber kaum wichtige Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe. Das liegt zum einen an der Verarbeitung der Lebensmittel, bei der wertvolle Nährstoffe verloren gehen. Zum anderen aber werden Fertiggerichten häufig künstliche Aromen, Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe zugesetzt, die den Nährstoffgehalt weiter verringern. Der regelmäßige Verzehr von Fertiggerichten kann daher zu einem eklatanten Mangel an Nährstoffen führen, was wiederum negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Zweitens, hoher Gehalt an ungesunden Fetten. Viele Fertiggerichte enthalten einen hohen Anteil an gesättigten und Transfettsäuren. Diese Fette können den Cholesterinspiegel im Blut erhöhen und das Risiko für Herzkrankheiten, Schlaganfälle und andere chronische Erkrankungen steigern. Darüber hinaus können sie zu Entzündungen im Körper führen, die mit einem erhöhten Risiko für verschiedene Krankheiten verbunden sind, wie zum Beispiel Fettleber und Diabetes Typ 2. Drittens, der hohe Zuckergehalt. Fertiggerichte enthalten oft viel zugesetzten Zucker, um den Geschmack zu verbessern. Was Zucker anrichten kann, habe ich euch schon unter Punkt 2 erzählt. Viertens, hoher Salzgehalt. Fertiggerichte enthalten oft auch viel Salz, um die Haltbarkeit zu verbessern und den Geschmack zu intensivieren. Aber ein hoher Salzkonsum kann zu Bluthochdruck führen, ein Hauptrisikofaktor für Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenerkrankungen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, die tägliche Salzaufnahme auf weniger als 5 Gramm zu begrenzen. Mit täglichen Fertiggerichten kaum zu schaffen. Fünftens, Zusatzstoffe. Fertiggerichte enthalten häufig eine Vielzahl von Zusatzstoffen wie künstliche Aromen, Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe und Farbstoffe. Die langfristigen Auswirkungen dieser Zusatzstoffe auf die Gesundheit sind noch nicht vollständig erforscht. Es gibt aber Studien, die klar zeigen, dass Zusatzstoffe oder bestimmte Zusatzstoffe allergische Reaktionen, Hyperaktivität bei Kindern bis hin zu Krebs auslösen können. Und vieles mehr, ja, um nur einige Beispiele zu nennen. Der regelmäßige Verzehr also von Fertiggerichten wird beinahe unweigerlich Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Die in Fertiggerichten enthaltenen Nährstoffmängel, ungesunde Fette, Zucker, Salz und Zusatzstoffe werden dafür sorgen. Damit bin ich am Ende meines Videos angelangt und ich habe versucht, euch zu zeigen, nicht nur dass, sondern wie gefährlich Nahrungsmittel heute für die Gesundheit sind. Es waren nur 5 Beispiele, die ich euch genannt habe. Ich könnte weitermachen mit Fleisch, insbesondere verarbeitetem Fleisch wie in Wurst oder Speck, Süßigkeiten, frittierte Lebensmittel, Fastfood, Milchprodukte, sogar Fisch, ja, den viele noch für gesund halten. Ich wiederhole, was ich eingangs sagte. Du bist,
was du isst. Wir halten Vielfalt und immer größere Auswahl in Lebensmittelgeschäften für eine moderne Errungenschaft. Bei uns im Edeka gab es zur Eröffnung eine Karte, damit du finden konntest, was du suchst und dich nicht verläufst. Früher haben die Lebensmittel in einen Tante-Emma-Laden gepasst. Heute passt dort nicht mal die Käseabteilung rein. Und genau das ist es, wovon wir wieder wegkommen müssen. Weniger ist mehr. Obst und Gemüse aus regionalem Anbau, selbst zubereitete Gerichte mit wohlüberlegten Zutaten, gefiltertes Wasser und Tee anstatt Getränke mit jeder Art von Geschmack und letztlich der bewusste und mehr als sparsame Umgang mit Zucker. Eigentlich eher das Vermeiden von Zucker. Experten gehen davon aus, dass gerade die weit verbreiteten sogenannten Volkskrankheiten zu mehr als 80% ernährungsbedingt sind. Jede Art von Industrie, ob Lebensmittel- oder Pharmaindustrie, denen geht es nicht in erster Linie um deine Gesundheit, sondern um Profit. Und das solltest du dir immer wieder bewusst machen. Gesundheit ist kein Hexenwerk. Es verlangt eigenständiges Denken und Verantwortung. Dazu gehört aus meiner Sicht eine regelmäßige Entgiftung. Hierfür habe ich euch einen kostenlosen Report erstellt, in dem ihr viele wertvolle Tipps und Informationen zum Thema Entgiftung erhaltet. Ihr findet ihn in der Beschreibung unter diesem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Video liked. Solltet ihr es noch nicht getan haben, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Hier wird es noch viele weitere Videos rund um das Thema Gesundheit geben. Ansonsten verabschiede ich mich für heute und freue mich auf das nächste Mal und sage Tschüss.